GMD, Hans Wallert, ein eifriger Skatspieler. Wir haben oft eine Runde gespielt, das ging manchmal bis in die späte Nacht hinein, bis die Kantine schon geschlossen hatte, dann spielten wir in der Küche weiter. Und das waren sehr schöne Zeiten. Unter anderem war auch ein Skatspieler dabei, Herbert Krohmann. Der hat inzwischen, Sie kennen es wohl alle, dieses Büchlein, der kleine kurpfälzische Opernführer, im Waldkirch Verlag erschienen, inzwischen in zwei Bänden. Und dieses Büchlein, beide Bände, hat er illustriert mit seiner unnachahmlichen Kunst des Zeichnens. Und dieser Kollege, der in Kroatien wohnt, hat gesagt, ich schreibe ein Gedicht, ich fax dir es, trag es bitte vor, denn ich weiß nicht, ob ich hier sein kann. Der hat ein Gedicht auf dich gemacht, deshalb bin ich jetzt hier, das vorzulesen. Franz Mazura zum 80. Geburtstag. Wer sich stets an das nur hält, was wirklich wert ist festzuhalten, wird sich immer jung entfalten, auch wenn er schon 80 zählt. 80 ist in jedem Falle ein Verdienst, allein für sich. Der Jugendkult bleibt äußerlich und jung gewesen sind wir alle. Jubilar mit 80 Jahren, um solchen Jubel zu verbreiten, hat dann jener Schwierigkeiten, der zuvor gestorben war. Franz Mazura, lebe hoch! So wie der aussieht, keinen wundert, dass der locker schafft die 100 und dann singt er immer noch. Singe, wem Gesang gegeben, dieser Spruch ist leicht gesagt, seltener dann auch gewagt. Für den Franz war das sein Leben. Doch am Anfang stand die Frage, welches Fach ist interessant? Nicht steif, nicht flach, nicht penetrant, doch wechselhaft in jeder Lage. Und so wurde er Bassist. Es käme auch jedem komisch vor, hätt's ihm gereicht nur zum Tenor. Obwohl auch solcher nötig ist, der Tenor in Höhen schwebt, vorausgesetzt, sie sind vorhanden, spielt mit süßen Schmalzgirlanden, Handlung wird vom Bass belegt. Der Tenor kann Wünsche winden, manches Frauenherz drum fühlt, bei Tag sich von ihm aufgewühlt, der Bass ist nachts bei ihr zu finden. Als Satire nur zu sehen und lässt sich keinesfalls beweisen. Die Gedanken gehen auf Reisen, wenn im Traum sie untergehen. So wird mancher Biedermann zum renitenten Anarchist, liebenswerter Pessimist, weil er sich plötzlich leiden kann. So wird mancher Hungerleider plötzlich Lottomillionär und ein kleiner Sekretär wird strenger Hauptabteilungsleiter. So wird der Gefängniswärter erster Bundesstaatsanwalt. Ein Fanate der Gewalt wird zum brutalen Massenmörder. So wird auch der Offizier dann bei der Domina zum Sklave und ein schlecht manierter Laffe wird zum Rosenkavalier. So wird auch ein großer Weiser, der zu dumm fürs Alphabet, ein Penner, der im Regen steht, krönt sich erhaben, selbst zum Kaiser. So wird ein Minister plötzlich mal in seiner Rede frei und vergisst die Heuchelei. Die Wahrheit klingt der meist entsetzlich. So wird alles monoton, der Weisheit nur gesponnen ist. Anders doch bei dem Bassisten. Der Franz war alles in Person. Und dass auch nichts verloren geht, all was die Bühne ihm gegeben, lässt er alles weiterleben als ein Zeichenstift-Poet. Dass der sowas auch noch bringt, an den Bildern sieht's ein jeder. Meister mit der Spitzenfeder, er, dem alles wohl gelingt. Und findet er selbst das mal Fahrt, bei so einem Typ wär's nur normal, er setzt sich der Franz in ein Lokal und spielt eine scharfe, runde Skat. Von Herbert Krohmann, Punta Krischa, Kroatien im April 2004. Es ist im Zuschauer.